Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück hier zur Präpokalypse. Folgendes. Ich habe gestern in der Folge ja angekündigt, dass noch was Zweites kam. Ich habe es leider nicht geschafft, da ich das ganze Wochenende arbeiten bin. Und nun ja, ich versuche jetzt die nächsten Tage ein zweites Projekt eventuell zu bringen oder ein Projekt im Wechsel. Dazu gehe ich aber gleich drauf ein. Ich wollte noch mitteilen, dass wir in der letzten Folge ja ein paar Gerätschaften, wie zum Beispiel hier, das neue Bike hergestellt haben und natürlich ein paar bessere Waffen oder Rüstungen etc. Und dazu wollte ich noch sagen, ich habe auch das Level erhöht. Wir sind nicht mehr auf Abenteurer, was ja das Normale ist, das mit der weißen Schrift. Wer sich auskennt, weiß, was ich meine, sondern wir sind eine Stufe höher auf Nomade. Und das sind wir seit letzter Folge, auch wenn sich das letzte Folge noch nicht so rauskristallisiert hat. Aber da wisst ihr jetzt auf alle Fälle erstmal Bescheid. Gut. Wir sind ja an dem nächsten POI angekommen. Gebiet säubern und Lieferung zurückholen. Ich würde sagen, ich nehme das gleich mal an hier. Ja, da haben wir das schon mal. Und dann schaue ich mal. Wir haben ja nun ein paar wunderbare, schöne Sachen. Und ich habe mal geschaut wegen dem Update. Weil ich hatte das irgendwie immer so, dass es so ruckelte irgendwie. Und ich dachte mir, vielleicht müsst ihr mal reingucken. Vielleicht haben sie was gemacht dran. Und sie haben was dran gemacht. Wir haben in der Tat ein Update gehabt, und zwar gibt es jetzt nachts, wenn ich das richtig übersetzt habe, was dort steht, eine kleine Schreierin, die nicht mehr so viel anlockt oder anlocken soll in der Nacht und dafür aber auch leichter zu wegzumachen ist, was ja auch vielleicht nicht schlecht ist, sage ich mal, ne? Also von daher sollte das vielleicht passen. Nun weiß ich nicht, ob ich mir noch eine Kiste hier setze. Ob ich die brauche? Keine Ahnung. Ich mache jetzt mal das hier, weil wir gerade dabei sind. Und ich würde mal die Autos hier looten. Da kommt einer um die Ecke. Aha, da lunzt einer. Na, wir gucken mal. Hi. So, hi und bye. Ja, die neue Serie hi und bye. Okay. Ja, ich kann nicht so weit weggehen, ne? Ich muss aufpassen, dass ich drin bleibe. Wir gucken trotzdem mal. Hier ist verschlossen. Und ich muss mal gucken, ob hier was ringsrum ist an Viehzeug oder ähnlichen. Ich werde mal die Waffen überprüfen, wie es da aussieht. Wir haben also unser M60 hier dabei mit 814 Schuss. Ich muss auf alle Fälle auf die neue Munition muss ich gehen. Ich habe trotzdem nochmal das Sturmgewehr eingepackt als Backup, falls unser MG gerade leer geschossen ist. Den Revolver haben wir. Wir haben das Schrotgewehr mit etlichen Patronen. Auch das Snipergewehr ist dabei hier. Die Winchester, Messer, die Axt, Schaufel und ein paar andere schöne Sachen haben wir noch. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir davon dann loswerden hier. Das können wir schon mal reintun. Ich würde das mal alles mitnehmen hier trotzdem. Schweini. Schweini ist da. Schweini brauche ich nicht. Ist das unsere Villa da drüben? Ja, von der Villa habe ich übrigens unsere grüne Umrandung weggemacht. Ich muss mal gucken, ist das unsere Villa? Nee, unsere Villa ist irgendwo anders. Ach, wir sind hier hochgefahren. Okay, unsere Villa ist hier und hier sind wir hingefahren, das ist unser Ding. Ja, das wollte ich noch sagen. Und was ist, habe ich gesagt, als zweites Objekt oder als zweites Let's Play habe ich, wie gesagt, beim Schauen etwas gefunden. Ja, wie soll ich sagen? Es gibt weitere Karten. Ich weiß noch nicht, ob das in eurem Interesse ist. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob wir noch einen anderen Mod ausprobieren sollen. Der bleibt natürlich erstmal am Laufen, bis wir hier ein bisschen Fortschritt noch gemacht haben. Ich würde ja gerne den Gyrocopter hier noch haben und vielleicht noch die verschiedenen Prepper-Fahrzeuge. Ist das ein Hühnchen? Nee. Dann wäre es jetzt sowieso zu spät. Dann hat man gleich wieder die Seuche am Hals. Ja, und könnt ihr mir ja gerne mal reinschreiben, wie ihr das so seht, ob wir das machen wollen. Ich würde trotzdem schon mal ein paar Folgen jetzt aufnehmen und heute definitiv, das ist die Montagsfolge, heute kommt definitiv. Heute kommt definitiv schon mal die erste Folge dafür. Und zwar nach dieser hier. Ja, und ich werde auch die ganze Woche das jetzt ein bisschen einkürzen. Ich weiß nicht genau, je nachdem wie viel Zeit ich habe. Ich habe jetzt die Woche und nächste Woche, also die nächsten 14 Tage, ein bisschen mehr Zeit. Es steht auch für die Fans von Planet Crafter dem nächsten Update wieder an. Das wird wieder gigantisch werden. Das, was ich so gesehen habe. Ich bin ja kein Freund da in die Experimente da reinzuschauen, weil das vielleicht ein bisschen den Spaß nimmt und dann ist es vielleicht auch anders. Dann ist es nicht so, wie wir das vielleicht in der normalen Version haben. Und ihr wisst ja, ich zeige immer gerne die normale Version. Aber wir müssen einfach mal reingucken. Es gibt viele andere Spiele, wo wir Updates haben und die Liste ist lang. Deswegen versuche ich,
hier halbe bis eine Stunde die Woche für die beiden neuen Karten. Also sprich, wir haben hier die Präpokalypse und die nächste wird die 28 Tage später. Ich habe mir auch noch zwei andere angeschaut. Und zwar gibt es noch I'm Legend, aber die ist mir, glaube ich, ein bisschen zu gruselig. Da bin ich mir doch nicht ganz sicher, weil jede Sache bringt ja ihre eigenen Dinge mit und ist schon heftig, was sie sich so einfallen lassen. Das muss man mal in aller Deutlichkeit so sagen, was sie da so auf dem Schirm abrufen, ne? Nennen wir es mal so. Ne, das will ich auch mitnehmen. Das will ich alles mitnehmen irgendwie. Das nehme ich auch mit. So, wie sieht's denn hier aus? Was müssen wir eigentlich machen? Säubern und Halleluja, da kommt einer. Was bist denn du? Ja, wir haben den Mod hier noch drinnen, ne? Haben wir noch drinnen, ja. Und hier habe ich auch den Repulsor drinnen, ne? Den Stun-Repulsor. Hat man jetzt zwar nicht so gesehen, aber vielleicht war es doch die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer. Dann können wir hier mit dem MG können wir zerstückeln. Den Mod muss ich auch nochmal weiterbauen. Den können wir ja jetzt bauen, den Lebensi-Mod. Und hier haben wir den auch drinnen. Und hier könnte man nochmal schauen, verändern. Hier wäre dann bei einer höheren Variante dann auch was anderes möglich, ne? So sieht das jetzt hier aus. Warum der jetzt hier nicht leuchtet, weiß ich nicht. Schrotflinten-Drosselmod, warum habe ich denn den reingenommen? Kann das sein, dass der irgendwie zu viel ist? Warte mal. Das ist ja ein dicker Hund. Okay, jetzt wird es richtig angezeigt, ne? Naja, ist egal. Kann ja mal alles passieren, ne? Verändern. Hier haben wir wieder drei. Gut, müsste man ja mal kurz checken. Und so sieht es erstmal die Woche aus. Wie gesagt, ich habe im Petto, möchte ich gerne nebenbei, da ich jetzt ein bisschen Zeit habe, um genau zu sagen, habe ich die nächsten 14 Tage einfach ein bisschen Urlaub. Da ich nicht wegfahre, aus privaten Gründen. Ja, aus privaten Gründen nicht wegfahren, müssen wir einfach mal gucken. Habe ich ein bisschen Zeit und ich kann verschiedene Spiele, die wir haben, wie zum Beispiel I'm Future, dann haben wir auch Smallland. Wir haben bei Generation Zero und Valheim wollten wir mal reinschauen, ja. Da können wir jetzt, kann ich ein bisschen was vorbereiten, dass es dann vielleicht ein bisschen flüssig läuft, wenn wir da mal was machen wollen oder so. Also so in der Richtung wird es werden und wir haben ja einige Projekte, wo einfach jetzt Mörder-Updates oder Forever Skies gab es auch jetzt und da wird auch empfohlen, neu anzufangen bei fast allen Spielen. Also da wird man nochmal neu starten. So sieht das jetzt die nächsten 14 Tage aus. Es wird jetzt nicht alles auf einmal kommen und auch nicht durcheinander. Ich werde es dann ja irgendwie so machen, dass es erstmal läuft. Wir sind jetzt erstmal hier bei 7 Days und ich versuche das halt dann irgendwie in die Reihe zu kriegen. Ja, dass man da ein bisschen schick um die Runde kommen. Jetzt muss ich mal gucken, hier liegt irgendwas. Und irgendwie wird das dann schon funktionieren. Ich weiß es auch nicht. Wir müssen mal gucken. Alles auf einmal will ich natürlich nicht zeigen oder kann ich auch nicht, ne? Ist, denke ich, klar. Und hier können wir ein bisschen Wasser mitnehmen, obwohl wir nicht wirklich welches brauchen. Und wie gesagt, ich habe mir zwei Mods rausgesucht, beziehungsweise einen, für den ich mich entschieden habe. Und das ist 28 Alphas später. Diese neue Karte wird also hier heute dann noch als zweites kommen. Und ich bin eigentlich da guter Dinge, dass das funktioniert. So, das haben wir jetzt. Müssen wir hoch oder was? Ich weiß es nicht. Das ist oben, ja. Was haben wir denn hier noch? Warte mal, ich muss mal hier rum. Das kann ich mal mitnehmen. Ja, mit den Dingern muss ich übrigens nochmal probieren, wie ich die genau setze, aber das kriege ich schon raus, keine Panik. Das kriegt man schon hin. Ja, wie gesagt, das läuft weiter. Dann haben wir die neue Karte. Und dann haben wir natürlich, wie gesagt, wenn es zum Beispiel zum Wochenende, Donnerstag, Freitag, Sonntag, gibt es ja auch kleinere Spiele, die ich noch im Petto habe, die ich noch nie gezeigt habe, beziehungsweise noch nie anfangen konnte oder verenden konnte. Was ist denn das hier? Den haben wir schon, ich zerleg den mal. Das können wir auch verkaufen. Das können wir mal lernen. Das ist hier Vierer Mod. Sichtbereich ist nicht schlecht. Dann haben wir hier Knüppel. Den können wir auch machen. Bier können wir verkaufen. Das brauche ich nicht. Das können wir mal so mitnehmen. Ja. Ich zerleg das mal. Können wir denn hier was machen? Hier können wir nichts machen. Gut, dann gehen wir, glaube ich, mal die Treppe hoch. Denn da müssen wir, glaube ich, jetzt hin. Ja.
Das Reden lenkt mich etwas ab, aber ich wollte es euch allen gesagt haben. So. Und ich glaube, man merkt schon, dass die ein bisschen knackiger sind, ja. Auf der neuen Schwierigkeit, aber es ist trotzdem alles handelbar, glaube ich. So. Kommt hier noch einer? Kommt denn hier? Hallo? Ja, geht doch. Nehme ich mal mit. Da haben wir noch ein Büchlein und zwar Bögen. Bögen kann man immer gebrauchen. Die Pflanze brauche ich nicht. Das tun wir mal zerlegen. Hühnchen nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir alles mit. Das kann ich mal essen. Ja, und dann haben wir schon wieder einen Platz frei. Ja, das läuft doch. So. Na, nimm es mal mit. Ich nehme die trotzdem mit, weil da haben wir nämlich auch ein bisschen Lehm und wir müssen da nicht extra dafür graben. Ich finde das eine gute Idee. So, Bücher. Sehr gut. Mal schauen, was es gibt. Machen wir mal auf hier. Hallo. Stühle können wir zerlegen. Das gibt schon mal gutes Leder. Das werden wir gleich mal machen. Zerlegen, die Pflanzen zerlegen. Einmal Fahrzeuge und einmal Bögen. Ja, die Heidelbeere kann raus. Und dann sehen wir mal weiter hier. Ja. Eier brauchen wir auch. Und wie gesagt, der neue Mod. Also das wird wirklich gut werden, die neue Mod-Karte, die ich da im Auge habe. Hab mir das mal so durchgelesen, was sie so bietet und ich denke mir, das ist eine heftige Sache. Vieles ist eingeschränkt, vieles ist anders. Ja, und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Wie gesagt, ich habe jetzt nur durch Zufall geschaut, weil ich irgendwas gehört hatte, dass die normale Version abgedatet wurde. Und wollte ich halt mal nach dem Rechten schauen, ob sich da bei uns auch was getan hat. Ist hier was dahinter? Nee. Hallo? 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 Da ist ein Büchlein, bestimmt ein gutes. Das haben wir noch nicht. Na, das ist ja mal. Hier ist eine Tasche. Hm, Stuhl, Stuhl, haben wir wieder Eisen. Hier haben wir auch was. Das ist aber. Also das ist aber auch eine schöne Anlage. Könnte mir auch gefallen, ne? So, wir lesen mal. Und zwar wieder Bögen. Sehr gut, den können wir mal zerlegen. Da haben wir bestimmt was Besseres. Dann haben wir hier noch Handfeuerwaffen. Sehr gut. Das können wir mal hier runter tun. Und dann geht es auch schon weiter. Tüdelü, da waren wir gewesen. Ich hoffe, dass das euch nicht so schnell geht, wenn ich so ein bisschen... Zwei Leder, nicht schlecht. Und hier ein bisschen Zeug. Mhm. Ja, ich möchte unser Sturmgewehr, also unser Maschinengewehr, besser gesagt, möchte ich nur abfeuern, wenn wir es wirklich brauchen, ja. Wenn wir es nicht brauchen, dann nehmen wir die AK oder die anderen Gewehre, die Pumpgun oder was auch immer. Und lassen dann das so auf sich beruhen. Ich glaube, hier müssen wir mal ins nächste Zimmer wechseln. Ja, und ich habe überlegt, ob man, weiß ich noch nicht, ob man einen besseren, ups, ob man einen besseren Bogen hat. Oder? Oder, also hier eine bessere Armbrust oder ob man auf einen besseren, auf einen Compound-Bogen oder so gehen, ne? Müssen wir uns mal entscheiden. Auf alle Fälle spiele ich hier gerne noch ein bisschen weiter. Müssen wir halt dann gucken, wie sich das so ergibt, ne? Was dann vielleicht irgendwie Sinn macht. Ja. Die Version zu wechseln oder ein anderes Let's Play zu machen. Ne? Aber wie gesagt, momentan gefällt mir das hier sehr gut. Und ich glaube auch, das andere ist heftig. Wie gesagt, es gibt noch eins, I'm Legend. Und das ist noch eine schöne Karte, glaube ich. Und, hi? Niemand da. Okay. Und dann war noch eine andere, die weiß ich aber gerade nicht. Da muss man in dem... Die Karte ist prinzipiell nachts. Prinzipiell sind sie am Rennen. Also man sollte dann das Rennen auch ausstellen in der Karte. In den Voreinstellungen, wenn man das nicht mag. Also das wird man dann auf alle Fälle machen. Und prinzipiell... Wie geht's denn hier hin? Ach, hier ist ein Wäscheschacht. Okay, cool. Und... Ah. Und prinzipiell... wie gesagt, ist es nachts. Sie rennen in der Normaleinstellung. Und was wollte ich noch sagen? Ja, man kann Fackeln und Lampen und all sowas benutzen. Aber es ist so... Wie war denn das gleich? Wie haben sie es gemeint?
Du musst halt gucken, tagsüber sind gar keine Zombies, da kannst du machen, was du willst, aber nachts ist die Hölle einfach los, ne? Und das Gespür ist, glaube ich, 50% höher. Also es ist echt schöne Karten. Hi. What? Upsala. Ja, der steht wieder auf, das war klar. Ja, und zum Beispiel die ganzen etwas korpulenteren Zombies, die platzen beim 28er und wenn dann sind die so ein Liquid verteilen. Und wenn du von dem Liquid getroffen wirst, bist du sehr attraktiv für andere Zombies. Also das mögen die Untoten, also beim 28er hier, 28 Alphas weiter, ne, das Ding. Das ist das, was wir spielen wollen. Und das ist natürlich eine heftige Hausnummer. Beim Essen ist das auch völlig anders. Du musst also prinzipiell die Dosen abkochen, die du findest. Auch das Pflanzenwachstum ist langsamer. Also es ist heftig, 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 muss ich mal sagen. Und ja, wir werden sehen, wenn ihr damit einverstanden seid, können wir das dann auch später ja, hier fertig machen. Na, aber bis dahin ist noch ein bisschen Luft im Land, sage ich mal, ne? Und dann können wir dann natürlich auch gerne wechseln. Ganz wechseln, ja. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir gucken erstmal, okay? Gucken erstmal, denn wenn das vielleicht ein bisschen zu stressig ist, müssen wir schauen. Auf alle Fälle finde ich das echt toll, was so die Modder sich so einfallen lassen und bin da ehrlich gesagt richtig begeistert. Ich habe auch noch nie so exzessiv. Ich muss hier irgendwo lang. Wo muss ich denn hier lang? Eigentlich hier durch, ne? Aber hier waren wir nicht. Nee, hier waren wir nicht. Hab das noch nie so exzessiv gespielt. Ich habe das früher ein bisschen mit Freunden gespielt und so. Und da war das auch okay. Aber so intensiv wie jetzt, muss ich eigentlich sagen, habe ich das, glaube ich, noch nie gespielt. Und natürlich lerne ich hier auch immer wieder dazu. Ja, und zum Beispiel gibt es dann auch bei dem 28er, kannst du keine Nägel craften oder so. Die kannst du nur finden. Ja, also es ist extrem kompliziert gemacht, ne? Oh. Nein! Oh, was ist denn das? Komm, lad durch hier. Wieso ist denn das alles nicht geladen? Was ist hier los? Was ist hier los? Okay, nehme ich erstmal das mit. Ich weiß nicht, ob ich es noch brauche. Wir werden sehen. Ist bestimmt hier oben drin, ne? Wo ist es denn? Na gut. Keine Ahnung, wo es ist. Okay, gut, gehen wir weiter. Ja, und so sieht es erstmal aus. Das wird die Zukunft sein hier. Wir machen dann, wie gesagt, noch ein bisschen weiter. Ganz klar. Habe ich auch Bock drauf. Gefällt mir auch richtig gut. Also speziell die Mod-Karten. Da ist wenigstens ein bisschen was los, muss man mal so sagen. Vielleicht manchmal ein bisschen zu viel, aber ist trotzdem cool irgendwie alles. So, Stühle. Also was, ich verkaufe die jetzt mal. Das ist mir einfach ein bisschen zu blöd, die mitzunehmen. Hier könnte ich mal einen Verband machen.
Wo ist es denn? Hier. Das kann mal raus. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Kartoffel kann raus. So, machen wir mal so. Verband ist da. Dann können wir das so machen und fertigen. Genau. Dann können wir mal was essen. Nehmen wir erstmal mal 3-4 Stück hier. 3 tun es auch erstmal, glaube ich. Und was zu trinken. So, dann haben wir das. Sehr gut. Ja, die flattern hier oben rum. Mal gucken, wann die rüberkommen. Ah, der ist oben drin, ne? Könnte auf dem Dach sein, ne? Weiß man nicht. Müssen wir mal gucken. Okay, machen wir mal weiter. Ein schönes POI ist das auf alle Fälle hier. Gefällt mir gut. Ja, müssen wir mal schauen. Hundi ist natürlich nicht so toll, aber ich finde das. Irgendwie finde ich das nett. Aber so richtig wäre es nicht meins. Ich finde es zwar cool, dass du den hier zum Pool hast und so, brauchst bloß rausgehen, bist am Pool oder kannst wieder verschwinden, wenn du deine Nase voll hast. Von den Mitbewohnern hier, was auch immer. Na? Aber ja. Naja, wie auch immer. Ich mag es immer, wenn es leer ist. Also wenn ich will nicht unbedingt alleine sein, das würde mich aber auch nicht stören. Aber ich mag es nicht, wie die Heringe, wie auf einem Grill am Strand zu liegen und dann toll. Toller Urlaub, hat mir wirklich gut gefallen. Oder einen ganzen Urlaub in einer Bar zu verbringen, ich finde sowas furchtbar. Und ich weiß auch nicht, warum Menschen dann in Urlaub fahren, da können sie es auch lassen, ehrlich. Aber ist nicht mein Bier, jeder muss das selber für sich entscheiden. Und wie gesagt, meins wäre es nicht. So ein schönes Buch haben wir gekriegt. Wo ist denn hier der Eingang? Ich muss hier mal rein. Hier. Jawohl. Jawohl. Hier ist offen. Hier haben wir noch was. Und hier. Okay, da haben wir nochmal ein Kochbuch oder irgendwas bekommen. Jawohl. Dann haben wir hier eine Dose. Das können wir mal raus tun. Das brauche ich nicht. Die können wir ins Auto tun und das können wir scrappen. Ja. Sind wir bald voll hier. Haben wir hier noch was? Nee. Gut, wir gehen mal weiter. Ich denke, dass es hier weitergeht. Hi. Ich muss mal sagen, von diesem Repulsor-Mod merke ich jetzt nicht so viel. Keine Ahnung. Aber okay, wir werden sehen, ne? Vielleicht fliegt ja irgendwann mal einer zum Mond hier. Lass mal gucken. So. War noch was hier drin? Ich bin auf alle Fälle begeistert. Weil... Das können wir auch zerlegen, das können wir zerlegen, das kann raus. Das nehme ich mit. Weil diese Karte hat mich schon sehr, sehr beeindruckt und sehr begeistert. Oh, hier geht's nach oben. Ah, Kuckuck. Ja, da gehe ich ja nach oben. Hallo? Ist hier Geier und so? Stimmt, ja. Geier Fridolin. Da drüben ist kein Geier mehr, ne? Ne, sieht nicht so aus. Den werden wir vielleicht wieder treffen, den Geier, den wir da hatten. Was er so vor sich hingeschlagen hat. Müssen wir mal gucken. Ja, die Federn wollte ich ja auch mal verkaufen. Ein bisschen was. Holz und Steine können wir auch mal ein bisschen was verkaufen beim Händler. Können wir machen. Müssen wir hier lang oder muss ich hier rein? Sag nicht, ich muss hier rein, oder? Soll ich hier rein? Ja, anscheinend. Sieht es wohl so aus, als ob ich hier rein muss. Komisch. Oder? Da muss ich raus. Okay, dann war es doch richtig. Gut, dann nehmen wir hier mal was mit. Also diese Axt hier ist auch echt der Hammer, ne? Also kannst du nicht anders sagen. Ist echt gut. So, dann müssen wir das mal benutzen. Sturmgewehre, wunderbar. Den Stuhl können wir mal zerlegen. Das kann ich mal... Das kann ich mal auch zerlegen. Ich wollte das gerne mal hier hinter tun. Das kommt hier hin. Wir müssten eigentlich mal was ausladen gehen, ne? Naja, gut.
Wir werden sehen, wo es hinführt. Komme ich denn hier noch raus? Zu meinem Bike eigentlich schon. Na, jetzt müsste ich da lang, oder? Irgendwie hier hoch. Wo müssen wir lang? Da rein? Ich weiß es gerade nicht so wirklich, wo es hier lang gehen soll. Wenn wir da rauskommen, müsste ich nochmal hoch? Oder war hier eine Tür? Ah. Das ist ja spannend. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz ausladen. Ja, so lang wie die Folge jetzt wird, aber die Information wollte ich euch natürlich nicht entgehen lassen. Ist ja irgendwie vielleicht auch wichtig. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Ich würde mich gerne hier ein bisschen durchschlagen. Damit ich besser zu euch komme. Hier waren wir auch noch nicht, ne? Ah. Hilfe! Kommt einer. Aber cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Schönes Ding. Ja, ich schlag mich jetzt mal hier durch. Ja, das könnte man normalerweise hier auch nochmal abbauen alles, ne? Aber das Problem ist, die braucht eben wirklich viel Ausdauer, diese Waffe. Aber bringt uns Haufen Leder, ne? Für den Fall der Fälle. Können wir mal hier noch was essen. Zwei davon. Und noch ein Saft. Ja, brauchen wir gerade ein bisschen länger als geplant für das Objekt, ne? Aber gut. So ist es halt. Ich tue das mal rein. Das kann auch mal mit rein hier. Das, das und das. Warte mal. Das lasse ich mal hier, da tue ich lieber das dafür rein. Und alles andere können wir so lassen. Okay, cool. Gut, dann geht's weiter. Achso, hier hätten wir auch noch mal reinschauen können, ne? Hier hockt bestimmt auch noch einer irgendwo. Und draußen am Pool flattert's immer noch. Na gut, wir werden sehen, wo das hinführt. Den werden wir schon über den Weg laufen, glaube ich. Ja, da wird's heute bloß ein Objekt. Ist aber auch nicht so schlimm. Das ist alles leer. Kasse. Bringt uns ein bisschen Geld. Hier ist was drin. Aha. Aha, aha. 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 Okay. Gut. Haben wir das auch. Wo muss man lang? Hier waren wir, glaube ich, nicht. Hier ging es nach oben. Aha. Ne, das will ich auch nicht. Hier waren wir aber gewesen, ne? Hier waren wir gewesen, hier haben wir geöffnet. Okay. Ah, ja. Hier waren wir auch gewesen. Okay, gut. Ja, das funktioniert. Und das auch. Gut. Gehen wir wieder runter. Dann waren wir hier auf alle Fälle schon. Und ich werde mal hier rausgehen und... Ja, es wird gleich dunkel werden. Wie haben wir es denn? 20, 30? Na gut, wir müssen los. Was müssen wir noch holen? Säubere Gebiet und die Vorräte suchen. Soweit sind wir dann auch nicht mehr weg. Hi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe! Ich habe mir jetzt fast gedacht, dass hier einer auftaucht. Der kam bestimmt hierher. Aber mir tut gerade alles weh. Eieiei.
Ja. Ja, so ist es halt. Stuhl, hier haben wir noch ein bisschen Müll. Kann ja auch manchmal was Gutes drin sein, ne? Da ist verschlossen. Hier ist eine Tür. Hier ist auch verschlossen. Da müssen wir irgendwie anders. Mal gucken, hier geht es nach oben. Da gehen wir da lang. So. Sitzt hier noch was Ungebetenes? Schauen wir mal. Hier geht's rein. Hallo. Ah! Aha. Das ist ja mal nicht schlecht, ne? So, ich guck mal hier, das können wir auch zerlegen. Das nehmen wir mit, das haben wir raus, das fliegt raus. Das lesen wir mal. Das nehmen wir mit, das zerlegen wir. Ja, und dann haben wir schon wieder was. Ja, und natürlich kannst du jetzt auch die Axt hier nehmen, ne? Dann gibt's auch was. Ja, aber cool, auf alle Fälle. So, da haben wir Getränke. Hier liegt noch ein schönes Buch eventuell. Kennen wir noch nicht. Sehr gut. Müssen wir hier raus? Ah, sehr gut. Damit haben wir die Vorräte. Drinnen bleiben müssen wir noch. Nee, das übrige Gebiet. Ist es noch ein bisschen was? Nein, theoretisch hat man ja noch eine Endwelle, ne? Aber wir können mal ganz kurz gucken, was unsere Waffen machen. Ja. Das ist okay. Gut. Da liegt Munition gar nicht gesehen, siehst du. Und ein schöner Mod. Das ist auch nicht schlecht. So gut, hier gehen wir mal rein. Hallo. Oh. Also ich glaube, die Mod hat uns jetzt ein bisschen geholfen, ne? Denn der war, glaube ich, ein bisschen kräftig. Würde ich mal so behaupten. Aha. Wo ist denn hier der Endloot? Hallo? Da drinnen? Aha. Okay. Okay, der Mod scheint sich wohl dann doch aktiviert mal zu haben. Okay, es geht nach oben. Es geht nach oben. Na dann. Dann bin ich mal gespannt. So, warte mal. Erstmal hier Ordner machen. Papier. Das zerlegen wir mal. Das können wir lernen. Das ist Vorschlaghammer. Stühle können wir zerlegen. Haben wir ein bisschen Eis. Wir nehmen mal Papier mit. Können wir verkaufen. Das ist ja mal geil. Oh wow. Ist das eine gute Idee? Ich hoffe es. Oh wow. Wie komme ich denn hier raus? Upsala. Zum Glück haben wir genug. Aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Natürlich hätte man mit der Pumpgun ein bisschen arbeiten können, ne? So. Aber ich sag mal so, das ging. Auch von der Stärke her der Zombies ging das eigentlich. Da ist noch mal ein bisschen Leder drin. Ein bisschen können wir noch mitnehmen. Ich denke, das reicht dann auch. So, mal das Schrotgewehr auswählen. Haben wir auch eine Lampe drin. Ich glaube, sie sind aber trotzdem heftig, wenn man die
die eine Stufe jetzt schon. Also man merkt den Unterschied schon, ne? Und ich bin auch froh. Haben wir das alles mitgenommen? Ja. Ich bin auch froh, dass wir das jetzt mit der guten Waffe hier mal so durchgezogen haben. Ja. Oh wow. So, wir gucken mal. Das nehmen wir mit. Das ist eine Zweier. Ich würde die gerne verkaufen. Das ist ein Buch, Schrotflinten. Dann haben wir hier Reparaturwerkzeuge. Das ist ein Ding, das können wir mal zerlegen. Zerlegen, meine ich. Dann haben wir hier... Warte mal, hier war irgendwas. Bin mir nicht sicher, was es ist. Deswegen einmal lesen hier. Weben. Das Ödland ist voller Dinge. Weben? Weben. Dinge, die dich bluten lassen. Man kann nie genug Verbände haben und Stoff ist oftmals schwer zu finden. Also habe ich mir angeeignet, wie man Pflanzenfasern zu Stoff webt. Jetzt habe ich genug Verbände. Das ist mein Geheimnis. Wunderbar. Dann nochmal Arbeitsstation noch zweimal. Ja, brauchen wir noch ein bisschen was. Dann haben wir noch Klingen einmal. Und dann ist es das auch schon, was wir hier haben. Ja, das andere können wir verkaufen. So, das hat man, das hat man. Hier haben wir ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Sehr gut, das Bier können wir auf alle Fälle verkaufen. So. Da haben wir eine Toilette. Wo ist er denn? Wissen wir noch nicht. Er wird kommen. Wenn du es baust, wird er kommen. So, haben wir noch was hier? Im Moment nicht. Ja, keine Ahnung, wo der rumhängt. So, hier ist nichts. Könnte vielleicht doch draußen sein, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir eine Horde vor der Tür. Ja, gut. Die zerlege ich mal. Das ist ein Ding, was ich eigentlich nicht brauche. Haben wir noch das Aloe Vera? Das haben wir drinnen, ne? Hm. Gut, ich zerlege das jetzt trotzdem mal. Den Kaffee können wir mal nehmen. Das ist eine gute Idee. Das kann nicht schaden. Das tue ich mal rüber. Das kommt hier hin. Das kommt da hin. Das können wir alles verkaufen. Das ist hier für... wie heißt das hier? Stahlschlagringteile, genau. Hier kommen wir ja nirgendwo hin, oder? Doch. Okay. Dann looten wir hier nochmal durch. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen immer noch säubern. Hm, ist ja ein Ding. Was? Oh oh. Ja. Also wie gesagt, in der anderen Karte, 28 Alphas später, wäre das jetzt schon ein bisschen kritisch hier. Was wir machen, das muss man so sagen. Weil, ja. Das willst du dann auch nicht haben. So. So, haben wir. Da, haben wir auch. Da hinten ist dann der Ausgang. Ich würde das gerne nochmal zerlegen. So, da waren wir gewesen. Tja, ich weiß es auch nicht. Wo sind sie denn? Wir machen das mal so und so und so. Hi. Boing. Kuckuck. Komm ich da ran? Komm ich da ran? Och nö. Nö. Jetzt komme ich hier nicht ran. Den Rucksack, ne, den hole ich mir auf alle Fälle. Hier war ja nicht offen, ne? So, wo haben wir denn aber noch? Wir müssen bestimmt noch eine Etage höher, ne? Oder müssen wir hier noch hin? Hi. Ist hier jemand? Das ist der Ausgang. Hier waren wir gewesen. Aha. Okay. Okay. Ja, aber wo fehlt's jetzt? Müssen wir oben noch irgendwo hin? Zeigt uns denn was an? Nee, ne? Oben ist noch was. 7,3. Und dann halt so. Und jetzt haben wir es, oder was? Was haben wir eingenommen? Verbände? Hm. Na gut. Dann ist das so. Haben wir das von uns übersehen? Das ist ja ein Ding. Zweimal Bügen.
Da haben wir jetzt Compound-Bogen, Compound-Armbrust freigeschaltet, Qualität 3. Das ist natürlich auch was Feines, ne? Ja, das hat man schon. Ich glaube, hier waren wir, ne? Warte mal, da hinten ist noch was Schönes vielleicht. Okay, das war das. Das fliegt raus. Das zerlegt man. Gut, ich denke, da sind wir fertig. Dann können wir zum Händler zurückkehren. Die Folge ist auch damit eigentlich rum. Und ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Dabeisein. Und ihr wisst jetzt erstmal Bescheid. Also es kommt heute noch eine zweite Folge. Ich werde also das starten und ihr könnt mir mal eure Meinung dazu sagen, ob ihr das auch spielt oder irgendwie anders. Keine Ahnung. Ja. Das wäre vielleicht eine Maßnahme. So, und dann würde ich sagen, ich steige jetzt auf meinem Moped, bevor hier noch der große Wolf kommt. Und dann bin ich auch schon weg. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir mussten dahinter. Ne, dahin müssen wir, okay. Ja, das war nämlich hier. Was ist das hier? Ein Hund? Ach, guck mal an. Hallo. Ah ja, dachte ich mir doch. Das war jetzt nicht so ein gefährlicher Hund, aber trotzdem, ne? Und ja, dann werde ich nochmal gucken, ob ich hier noch ein paar Mods machen kann. Wir haben noch diesen Supercharger für die Bikes. Und ich werde auch das andere Bike vielleicht nochmal ein paar Mods herstellen. Tank und Verbrauch und keine Ahnung, was wir da drin haben. Weil wir ja doch, wir nutzen das wahrscheinlich nicht mehr, aber es hat uns ja trotzdem gute Dienste geleistet. Und vielleicht brauchen wir es mal als Backup für irgendwas. Ja, weiß man ja nicht. Und gut, ich ziehe es nicht unnötig in die Länge, ihr wisst das mal Bescheid. Ich habe jetzt 14 Tage ein bisschen Zeit und guck mal, ob ich was Schönes organisieren kann. Ich habe da ein Projekt, was ich da gerne, womit ich gerne beginnen würde. Was Entspanntes, was zum Wuseln so ein bisschen. Nicht so viel Stress wie hier, was Gemütliches. Und oh wow. Der hier mit der Glühbirne schon wieder. Was hat denn der hier drauf? Das ist ja total der Hammer. Ja, weiß man nicht, ne? Ist aber. Und der andere ist dann hier daneben mit seiner Box hier. Haben wir den nicht gerade gehört? Wo ist der denn? Da, hier. Das sind Typen. Hi. Also wahrscheinlich nur, wenn wir absteigen, machen die uns was. Naja. Aber ich finde es total prickelnd, wie es gemacht ist. Vor allen Dingen, wie. Das können einfach. Das finde ich immer sehr faszinierend, was manche Menschen so können. Und wie sie es dann in so ein Spiel verändern können mit ihren Mods. Also das ist echt sehr beeindruckend. Auch wenn an so einer Karte wahrscheinlich mehrere hier ihre Mods dabei getragen haben. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr interessant immer. Und ja, mein Dank an die, die das entwickeln für uns. Ist echt eine tolle Sache. Ja, das habe ich immer noch nicht rausgenommen, sehe ich gerade. Das werde ich mal als nächstes machen. Und jetzt sage ich wirklich, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein und macht's gut. Ciao, ciao.